Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Division 2 hier in meinem Anfänger-Let's Play. Ja, ich habe mir gedacht, ich nehme mir mal hier eine ruhige Ecke und mache mal noch schnell eine Anmoderation, aber ist jetzt nichts mehr mit ruhig und so. Ja, eine Sekunde. So. Ich wollte heute die Invasion machen auf Space Command Center. Da. Da sind wir auch schon. Jo, ist jetzt Stufe 3. Ich hab jetzt 273 Punkte in meiner Ausrüstung und Weltrang Stufe 3. So, da ging es, glaube ich, hier vorne rein, ne? Durchkämmen Sie das Gebiet, beschützen Sie die Ausrüstung und eliminieren Sie jedes Mitglied der Black Tusks. Da ist ein Geschütz! Alter. Oh. Ach, die haben da oben wieder ein Geschütz, oder was? Wieso ist das Magazin schon leer? Das frage ich mich auch immer, glaub mal. Um den kümmere ich mich. Kollege. Von hier aus kann ich ihn nicht sehen. Ich mach. Wieso ist das Magazin schon alle? Du sollst doch nicht weg. Ja, ist aber Ruhe hier. Jetzt können wir hier langsam mal in die Folge einsteigen, glaube ich. Ist mein Turret noch da? Nö. Oder doch? Doch. Aber ich hätte auch unten auf die Anzeige gucken können. Quatsch. Kann man nicht. Ach ja. Ja. Jo, ich habe ein bisschen natürlich wieder ohne euch so weitergemacht. Weil ich denke, wenn ich hier einfach nur die Geheimmission zum dritten, vierten oder fünften Mal mache. Ob jetzt nun auf. Ein Black Task Transporter kommt in Ihre Richtung. Ja. Nur auf einer höheren Stufe. Ist, glaube ich, nicht so interessant. Mach sie halt immer auf der aktuellen Stufe. Jetzt Stufe 3. Und schwer zurzeit. Und bisher, wenn ich. Einigermaßen konzentriere. Klappt es dann auch. Und wir brauchen noch eine Patrone. Haben wir noch wieder irgendwo?
Wo? Ach, da ganz hinten. Mist. Bin ich dran. Aua. Unhöflich. Er ist tot. Scheiße. Guess who's next? Wann habe ich noch mehr auf Lager? Rufen. Hab ich nicht verstanden, den Witz. Wir machen hier keine Halmsa. Keine Gefangenen. Für mich am vergangenen Donnerstag hatte man mir auch nochmal in den Kommentaren Hilfe und gemeinsames Spielen angeboten. Prinzipiell, ja, sehr gerne. Hilfe sowieso. Aber, ja, ich kann es in den Kommentaren halt ziemlich schlecht beantworten. Also mir geht es darum, ich bin ja nun offensichtlich 5 Jahre hinterher. Hinter jedem, der aktiv The Division 2 spielt. Oh. Du hast offenbar noch nicht das von Mendes gehört. Wer ist dieser Mendes? Klingt wie ein echter Vollidiot. Jetzt nicht mehr. Oh, ist er zurückgetreten? Er ist tot. Hat sich wohl selbst ausgeschaltet. Mendes? Ja, ohne Scheiß. Sehr untypisch für ihn, dass er mal etwas durchgezogen hat. Aber jetzt liegt alles in deiner Hand. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, also wie gesagt, ich hänge ja 5 Jahre hinter den meisten von euch hinterher. Aber ich möchte natürlich möglichst viel vom Spiel auch selber erfahren und ja, erarbeiten. Deswegen gemeinsam spielen, sehr gerne. Aber es soll jetzt nicht für mich da drin so enden, dass ich hier hinter einem anderen Spieler herlaufe und mir denn nur den Loot in die Taschen stecke. Und ich möchte mir die Sachen schon erarbeiten. Also, wenn ihr Charakter habt, so auf meinem Level, oder ich weiß ja, oder ich habe mitbekommen, dass sich einige auch immer wieder neue Charaktere erstellen und die dann wieder löschen. Um, ich glaube, an diese wie heißen sie denn noch, die Ressourcen zu kommen hier. Komm gleich drauf. Hier, an die Druckerfilamente schnell ranzukommen. Es ist halt mein erster Charakter. Erste Mal, dass ich das alles mache und dann muss es natürlich auch irgendwie in eine Folge von einem Let's Play passen. Oder von der anderen Seite. Rennt der denn rum, der Roboter? Ist ja ganz wild.
Oh, mein Gott. Was, ne? Glaube. Also wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass ich nicht zusammen spielen möchte, also das schon. Aber manchmal ist es halt schlecht, wenn ich gerade A aufnehme und B habe ich, wie gesagt, ein bisschen die Bedenken, dass ich dann vom Gameplay was verpasse. Deswegen, wenn wäre schön, wenn ihr halt keinen Charakter mit ins gemeinsame Spiel bringt, der ja alles wegnukt. Wenn der Schwierigkeitsgrad erhöht wird, okay, aber auch ich sollte ja mit meiner Waffe noch ein bisschen Schaden machen können. Ansonsten wäre das auch nicht so schön. Ja, ich hoffe, ich konnte das so einigermaßen verständlich jetzt rüberbringen, weil ich bin ja nebenbei auch noch am Spielen. Da ist Spielen und Quatschen ist sowieso immer... Eins von beiden leidet darunter. Nicht immer dasselbe. Manchmal das Spiel, manchmal das Quatschen. Er wollte die Deckung nehmen. Oh. Oh, das sind alle bis auf den. Gib mir weg, Mann. Selber loben, aber ich glaube, als wir das letzte Mal waren, hatten wir mehr Schwierigkeiten mit der Stelle hier. Doch, ich will mich selber loben. Mein Leben ist so traurig, macht sonst keiner. Nein, ich mach nur Spaß, ich mach nur Spaß. Hat mir doch gerade eine Ressource angezeigt, oder? Keine Ahnung. Besser doch eine Ladeball. Wenn Internet hängt. Ja, nur so allgemein. Ich schreibe ja jetzt extra immer dabei, dass es ein Anfänger-Let's Play ist. Und hoffe, dass es die Cracks hier so ein bisschen drauf vorbereitet oder diejenigen, die anderes Division 2 Gameplay gewohnt sind, vorbereitet oder weg abhält hiervon, davon hier reinzugucken. Weil ich habe ja da schon die ein oder andere wüste Erfahrung gemacht. Aber wesentlich mehr nette Erfahrung und freundliche und hilfsbereite Erfahrung, was ich ja toll finde. Jetzt habe ich morgen wahrscheinlich wieder nach dem Video einen Division 2 Hate-Kommentar.
Die Black Tusks greifen die Satellitenschüsseln an. Schalten Sie sie aus, Agent. I remember. Satellitenschüssel B wird angegriffen. Was ist denn B? Achso, muss ich dabei sein, oder? Das? Hallo, das trenne ich. Ah, nein. Was ist denn B? Das B. Was ist das? Ah. Junge, Private Space. Wieso nah? Satellitenschüssel A wird angegriffen. Ja, sag mal. Ich brauch 2000 Schuss. Magazin. Satellitenschüssel C wird angegriffen. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Junge. Chill doch mal. Jetzt sollte ich direkt hier bleiben. Satellitenverbindung entdeckt. Scheiße. Black Tusks versuchen, sich mit den Division-Satelliten zu verbinden. Sie greifen von einem Terminal in der Forschungsabteilung weiter unten auf das Netz zu. Gehen Sie runter und halten Sie sie auf. Aber erst Loli. Ja. Sich in die Mitte zu stellen war, glaube ich, die richtige Idee. Ja, beim letzten Mal haben wir die Dinger hier übernommen, ne? Das mit dem Hubschrauber war jetzt angenehm. Angenehmer, wie die Dinger zu übernehmen. Bisschen Muni. Oh, sonst ist hier nicht so viel, ne? Schade. Ich mag doch Loot. Gerade so Werkzeugkisten finde ich toll. Voll. Ach, ich habe auch das NMG gewechselt. Macht irgendwie, keine Ahnung, 5000 mehr Schaden oder so. Habe ich mir gedacht, kannst du mal tauschen. Und so ein paar Sachen habe ich mir dann auch gecraftet. Also Schlüssel und Sammelobjekte und so. Auch aus den Geheimmissionen habe ich jetzt, glaube ich, alle mittlerweile.
Hallo? Hilfe. Was soll das? Was ist das? Ah, danke, Jared. Wie kommt ihr denn hier rein? Es könnten noch Gegner im Gebäude sein. Gehen Sie zur Forschungsabteilung und bringen Sie es zu Ende. Okay. Aber wie der da hingekommen ist? Trotzdem ein Rätsel. Seht ihr, jetzt habe ich zum Beispiel so eine Frage. Bin ich gerade geblendet worden? Oder hatte ich die schwarze Sicht einfach nur, weil ich mit der Kamera festhing? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt aufnehmen kann. Meine Erkältung scheint zumindest nicht schlimmer zu werden. Worüber ich sehr dankbar bin. Ich meine, zumindest im Moment nicht. Wir kennen ja alle Erkältung. Die brauchen ja manchmal ein bisschen. Oh, ich habe eigentlich keine Lust drauf. Aber wer hat das schon? Hä? Alles mitnehmen, bitte. Hoffe ich. Ja, meine Nase und so, die ist ein bisschen zu, aber im Vergleich zu gestern geht es mir eigentlich richtig gut. Mein Hebel, den sieht sogar der Jubo direkt. Was ist gerade für ein Katzensymbol? Ich habe nur 2 Minuten Zeit. Sag er doch. Oh Gott. Oh, wie habe ich die schon versaut? Schreibt mich nicht so. Beeilen Sie sich. Ändern Sie die Position der Satelliten, bevor es zu spät ist. Bin ja dabei. Wenn ich schon gestresst genug wäre. Wir haben hier einen Toten.
Ich bin da nach oben. Von 4. Ich hoffe, mich schießen. Ist alles gut. Ja, super. Alter. Achtung, die Flanken! Muni aus! Hä? Umgeht sie! Wir lieben Umgang. Das gibt's doch nicht. Ihr seid ein schlechter Umgang. Was seid ihr? Ja, ist aber Ruhe. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ah, geh mal da drauf. Dann geht er da. Die Ziele aus. Wie der schön alles ignoriert. Was ist das? Jawohl. Die Satelliten gehen wieder zurück in Position und es sind keine Gegner mehr im Gebäude. Gute Arbeit, Agent. Das könnte gut sein. Aber jetzt zwischenzeitlich auch unangenehm. To be honest. Lila. Agent, unseren Informationen zufolge sind Black Tusks ins Kapitol eingezogen. Das wird schmerzhaft, wenn wir nichts unternehmen. Also unternehmen Sie was. Viel Glück. Ja, Funker. Ist der Ausgang über mir? Ich weiß immer noch nicht, wer den Funker da zum Chef gemacht hat. Kann ich mit dem Auto fahren? Nein. Warte. Oh, das Tageslicht. Sonne. Ja. Was haben wir denn bekommen? Erstmal eine Kiste. Die machen wir erstmal auf. MG5, 12. Okay. Schon mal gut, denke ich. Also für mich.
Jo, die macht 16,8. 125. Nice. Aber eine Shotgun, da ist jetzt nicht so mein Fokus drauf. 396. Was kann die denn so? 6,6 LMG gegen ungedeckte. Verstärkt den Waffenschaden gegen blutende Gegner. Okay. Oh. Was haben wir hier? Nö. Wir probieren die mal aus. Würde ich doch sagen. Ach, nee, mach zurück. Jo, da würde ich erstmal auf Präzision gehen. Hier gehe ich auf Chance auf Crit. Da können wir bei dem LMG nichts machen. Und hier machen wir Nachladetempo. Ja, Farbe schwarz, aber ich glaube, die ist sowieso schwarz, ne? So. Okay. Ich muss jetzt mal gucken, weil ich muss ein bisschen mal wieder was verkaufen. Ich habe in letzter Zeit nur geschreddert. Schaden durch Crit. Aber hier habe ich noch den Bonus. Na, lassen wir erstmal. So, dann würde ich auch sagen, soll es das für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.